Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Josh mit einem brandneuen Part von Pokémon Hardcore. Im letzten Part haben wir Janina besiegt und somit haben wir schon mal unsere 7 Orden hier. Warte kurz, gucke ich mal ganz genau. Ne, Pokédex. So, hier. Hier sehen wir schon unsere 15 Orden. Wir hatten ja hier 8 und hier 7. Und jetzt fehlt eigentlich noch Blau. Ja, danach machen wir Blau. Nein. Machen wir eben nicht, sondern wir gehen erstmal hier hin, denn er wartet ja bestimmt schon auf uns, dass wir mit den 7 Orden dann ankommen. Also, auf geht's! Und wir schauen, was uns dann erwartet, wenn wir gegen ihn dann kämpfen. Ja, okay. Hallo. Hör mal, wenn du es ernst meinst und du echt gegen mich kämpfen willst, dann komm in die Arena von Vetania City. Okay, ich gehe schon mal vor und warte dort auf dich. Okay. Dann fliegen wir mal hier gleich hin. Und ich frage mich echt, was mich da erwartet. Ich kenne ja nur die ganzen Arenen von Kristall. Und die haben ja hier auch so viel geändert. In Hardcore. Also Geschichte und so weiter kenne ich ja nicht. Aber. Darum kommen wir auch hier recht flott vorbei. Voran, meine ich. Och komm, nicht dein Ernst. Hey du, zukünftiger Chef. Hier in der Arena ist es gefährlich. Man hat nie festen Boden unter den Füßen. Pack seinen Pokémon lieber weg. Die Arena von Verdant hat vor 3 Jahren den Champ besiegt. Das wird sicher kein Zuckerschlecken. Du gibst besser alles, was du hast. Och man, nicht mein Pokémon. Ernsthaft? Ach, das wird viel Spaß. Okay, lass uns anfangen. Hui. So. Ich guck gerade. Okay, das bringt uns zurück. Das bringt uns vor den Typen. Wie gesagt, bringen wir uns alle eigentlich zurück. Okay. Ab geht's. Dorthin. Okay. Hier gucken wir erstmal weiter. Wo müssen wir überhaupt hin? Das ist die große Frage. Oh Gott. Ich muss mal kurz ein bisschen durchblicken hier. Das bringt uns wieder dahin. Auch dahin. Okay, dann geht's dann hier weiter. Okay, das bringt uns zurück. Das bringt uns auch zurück. Okay, hier geht's weiter. So, gucken wir mal hier. Okay. Ich glaube, ich habe schon, wo es weitergeht. Perfekt. Und nächste, große Herausforderung. Ich guck kurz. Okay. Hier wird es ein bisschen brenzlicher. Obwohl. Ah! Schon gefunden. Oh mein Gott, das ist hier schwer. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Da hinten ist. Da hinten ist schon der Arena-Leiter. Da würde ich sagen. Oh! Doch nicht. Ich bin Moni und der neben mir ist der Olli. Wir sind das Doppelteam. Jetzt aber im Flug ans Eingemachte. Okay. Ich dachte, das geht hier weiter, aber habe ich anscheinend. Ach man, muss ich. Ein Porygon, ernsthaft? Willst du mich jetzt ernsthaft mit einem Porygon abweisen hier? Was soll denn das hier? Was wollt ihr mit mir machen hier? Gut. Spezialangriff stark bei Porygon, okay. Aber Porygon war nicht. War eigentlich von Typ normal, also von daher bringt das hier ja nicht. Aber ich will erstmal dieses. Porygon da weg haben, weil das ist mir irgendwie am gefährlichsten. Was? Bizarro-Raum. Hat die Dimension verdreht? Was? Okay, Tierstoff auf das Zuzogen. Oh Gott, nein, natürlich. Ah, danke, dass du deine Attacken da. Okay, einfach. Ach komm, Porygon. Musst du nicht unbedingt so viel rumspammen. Mit den Sachen. Okay.
So, ich hoffe, du kommst jetzt nicht wieder mit dem Schutzschild an. Kleidungsstrahl, oh. Ernsthaft? Muss das sein? Okay. Das war beeindruckend. Jetzt bin ich aber baff. Oh Gott, 12.000. Aber ich komme hier noch zurück. Das kann so. Okay, aber ich wollte eigentlich voll viel behalten. Also von daher muss ich mal kurz. Medizin war das. So. Wollte ich einen Beleber. Ah, da. Noch 6 Beleber. Dann müssten wir aber für nächstes Mal Top 4 noch was besorgen. Bin ich der Meinung. Aber ich verbrauche auch viel zu viele Übertränke. Meine Pokémon haben noch nicht mal alle über 200 HP und ich verbrauche die Übertränke wie sonst was. Okay, wir müssen jetzt ganz genau dahin gehen. Und wir sind angekommen. Das Rätsel war leichter als ich dachte. Ah, Gott, nein. Hey, du bist ja da. Auf der Südmose hatte ich ein bisschen Baumel, aber inzwischen habe ich extrem Lust darauf gekriegt, gegen dich zu kämpfen. Du hast also alle Arena in Johto und Südlanders verarbeitet. Was? Haha, da muss das ziemliche Jammerlappen sein. Aber warten wir es mal ab. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werde ich schon sehen, ob du was drauf hast oder nur Schaumschläger bist. Okay. Der letzte Arena-Kampf gegen Blau. Und er kommt gleich mit 6 Pokémon an. Am Anfang gleich mit einem Kokowai. Oh, gar nicht. Okay, probier's trotzdem. Rettersturm. Okay, vergiss mich. Das war eine dumme Idee. Wir brauchen dafür Wolfi. Definitiv. Die ist mit Hitzewelle zerlegt. So, Level 55 mit Wolfi erreicht. Okay. Ach, natürlich. Ausgerechnet jetzt. Okay, Mirabel. Komm du mal raus. Nein, du sollst es nicht angreifen. Ich brauche jetzt erstmal mal Beleber. Hatte ich denn nicht mehr? Nein, nee. Okay. Ich muss mal Dash wiederholen. Warte, die Attacke ging sogar daneben. Okay, gut so. Das bearbeiten, Mirabler. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, okay. Geht sowas? Kaskade wird dich jetzt vernichten, hoffe ich zumindest. Ah, nicht ganz. Der Tag ging daneben, also setzt sowieso noch 200 mal die Attacke ein. Okay, ich darf sogar noch mal angreifen. Cool. So, okay, wollte ich mach schon mal ein. Da brauche ich definitiv. Warte mal kurz. Nee, diesmal nicht. Bleib lieber bei Kaskade. Ah. Okay, Ali, mach du mal weiter. Das Ding wird. Bin mit Donner. Oh, warte, das hat kein Erdbeben? Oh, cool. Und sogar noch ein Volltreffer, cool. Warte nicht. Ich muss mal kurz Lukas einsetzen. Das sieht alles aus meiner Strategie. Heute, ich habe Erholung. Übertrank. Flammblitz, okay. Meinst. Ich habe noch genügend Übertränke für alle. So, Aline habe ich noch auch mal nochmal hoch. Kann ich nie wissen. Turbo-Tempo, au. Okay, Dash, du bist wieder dran. Der letzte Kampf, der wird mir ein bisschen kritisch, aber es klappt alles, was wir wollen. Sachenabholz. Okay, wenn du meinst. Wie viel, hast du noch Top gelesen? Ich dachte, der müsste andere gerade verbraucht. Jetzt hast du keinen mehr. Okay. Tschüss. Ach, ein Tower Wars. Okay. Ali, deine Aufgabe, bitte. Dich um das Tower Wars zu kümmern. Ach, da hat er noch ein Pokémon. Okay, Rückkehr.
Entladungsstoß. Oh Gott, nein. Das Ding macht auch ordentlich Schaden, muss ich zugeben. Oh, es ist paralysiert. Okay. Dann hatte ich das auch mit den Taubos. So, mach ich viel. Na, wechsle noch mal kurz das Pokémon auf. Na, nee, ich bleib einfach mal kurz drin. Hey, wenn du jetzt unachtsam wirst, bist du Geschichte. Oh Gott, ne, Betrohung von Garados. Ah, wir hatten das ja schon mal mit Garados, aber ich gehe auf Nummer sicher und heim mich noch mal kurz einmal hoch. Ich will nicht unnötig jetzt vom Beleber verschwenden müssen. Gut. Okay, dann sag... Drachentanz. Initiative steigt und... egal. Sag Hallo zu deiner Vielfachschwäche. Okay. Und somit haben wir Blau auch besiegt. So, also kämpft der beste Trainer, den Yoto zu bieten hat. Ja, und so viel Geld. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur gegen jemanden wie dich verlieren? Aber damit muss ich mich abfinden. Hier, das hast du dir verdient. Das ist der Erdorden. Din, 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 din. Okay. Mit den Orden kannst du nun auch Attacken. Kraxlein. Und als nicht hier, das ist noch etwas für dich. Jawohl, er kriegt Kraxler her. Okay. Christau mit Pokémon mit Intrigen in der CCS angreifen. Eine bizarre Attacke, was? Der Name sagt alles. Okay. Dann drehen wir mal ein bisschen durch. Hui. Hui. Drehen wir auch irgendwann mal durch. Ah, geht doch. Und somit haben wir alle 16 Orden. Oh, guck mal, Professor Eich ruft an. Hallo, ich bin Professor Eich. Nein, brauchst gar nichts sagen. Ich weiß es am besten, wie viel du geleistet hast. Deshalb habe ich dir ein Geschenk machen wollen. Aber leider habe ich hier völlig vergessen, es dir zu geben. Haha. Aber keine Sorge, du wirst immer noch gut gebrauchen können. Komm doch bitte es abholen. Du findest mich in meinem Labor, in Alabastia. Okay. So, fliegen wir erstmal hier zum Pokémon-Center. Ganz einfach dreist. Obwohl ich da auch dahin laufen könnte. Aber ich bin zu voll zum Laufen gerade. Darum gehen wir einfach mal schnell hin. Und holen uns ab, was Professor Eich uns dann gleich gibt. Aber davor muss ich nur kurz meine Pokémon noch rein. Den, 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 den. Okay, dein Pokémon ist wieder topfit. Komm bald wieder. Natürlich komme ich bald wieder. Wir müssen bestimmt noch irgendwann mal auch mal wieder zu Pokémon Center. Aber davor muss ich noch mal kurz was gucken. Douglas, flick uns mal noch kurz nach Alabastia. Wo alles anfing. Hey! Und go! Hallo. Und tschüss. So, gucken wir mal hier rein, was uns hier erwartet. Hallo, Professor Eich. Oh, da bist du ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier nehmen. Oh cool, Kraxler kriegen wir jetzt. Darin ist Kraxler enthalten. Wenn du die Attacke eines Pokémon beibringst, kannst du mit all jenen Felsfällen entnehmen, in dritten Mühlen eingekämpft wurden. Damit wirst du bestimmt die eine oder andere unerwartete Entdeckung machen. Nanu, dieser Orden. Ist das die Möglichkeit? Soll das heißen, dass die alle Orden der Arena von Kanto erkämpft? Als ob nicht das schon genug wäre, dass du der Champ von Yoto bist. Ja, ich lag mit meinem ersten Eindruck von dir wirklich glorreich goldrichtig. In Ordnung, Dieb. Ich will dafür sorgen, dass man Zutritt zum Silberbeck gewährt. Der Silberbeck ist eine große Massiv, wo es allerhand wilde Pokémon gibt. Gewöhnliche Trainer dürfen da nicht hin, weil es zu gefährlich ist. Aber bei dir sehe ich da kein Problem, Dieb. Schau mal beim Eingangsportal der Pokémon-Liga vorbei. Von dort aus solltest du jetzt zum Silberbeck gelangen. Okay. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber bevor wir da hingehen, muss ich, glaube ich, noch... Ich hatte noch was vorgehabt. Muss nämlich noch mal kurz... Ich fliege irgendwo hin, wo es... Nein, das, da gibt es ein Pokémon Center. Ich muss einfach irgendwo hinfliegen. Für Hyperbälle. Ich brauche noch nämlich ein paar Hyperbälle für die Legendaries, die wir später noch fangen müssen. Und da will ich ja nicht mit zwei Hyperbällen ankommen.
Können wir es doch gleich sein lassen. Okay. Einen schönen Tag. Du musst lieb sein. Deine Mutter hat ein Paket für dich. Hier, bitteschön. Ah, oh, danke. Komm bald wieder. Na gut. Willkommen, kann ich dir helfen? Ja, kaufen. Hörbälle. Ja, so 42 müsste reichen. So ungefähr 50 Stück haben wir dann. So, okay. Noch ein paar Beleber. So 60 Stück. Müssen wir auch noch. Ich wollte ja auch noch die Top 4 nochmal machen. Also von daher kaufe ich schon mal vorher was ein. So, okay, jetzt brauche ich noch ein paar Hypertränke. So. Ich bin mit 39 erstmal zufrieden. Okay. Danke. Aber wir haben auch viel Geld gekriegt, muss ich zugeben. Bitte bei uns bald wieder. Natürlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Hard Gold wieder. Mit allen die Deep Yoshi. Also schau. Und danach werden wir wahrscheinlich noch irgendwelche Legis suchen. Und den Silberberg unsicher machen. Also bis dann und ciao.